In diesem Video schauen wir uns vier Punkte an, nämlich zum einen das neue Gym Network. Was ist das? Dann, wie zahlt man ein? Wie richtet man das ein? Auf was muss man achten? Drittens, wir machen die erste Auszahlung von meinen Erträgen. Und viertens, auf was solltest du auf jeden Fall achten, damit du nicht Gefahr läufst, hier Geld zu verlieren? Und damit herzlich willkommen zu diesem Video. Das erste seit, ich glaube, 3 Wochen jetzt. Erst in Dubai lief alles nicht so ganz so wie geplant, deswegen konnte ich dann doch nichts hochladen. Und danach hatte ich noch schön Krankheit an der Backe, dass die Stimme hier auch nicht mehr wollte und ich leider keine Videos drehen konnte. Jetzt sind wir wieder da. Falls du neu bist auf dem Kanal, ist eigentlich ganz einfach. Hier geht's ja, ich sag mal, um Investitionsprojekte. Ich weiß nicht, ob man sie Investitionen nennen darf. Auf jeden Fall, wie man sein Geld wo reinsteckt, mit der Absicht, dass mehr wieder rauskommt. Und kein komisches, ich sag mal, Online-Geld verdienen mit dieser neuen Methode. Mache das, das, das und das, um 50 Euro am Tag zu verdienen und dabei vergessen zu erklären, dass man vielleicht noch Skills wie Webdesign, Marketing, Vertrieb und so weiter braucht. Sondern hier hat bei allen Projekten jeder die gleichen Voraussetzungen. Geld rein, Geld kommt raus, fertig. Wenn das was für dich ist, lass also gerne ein Like da und ein Abo. Und jetzt würde ich sagen, starten wir damit. Was ist denn das neue Gym Network? Ich habe es erstmal vor 2 Monaten schon davon gehört. Ich dachte mir, was soll ich denn jetzt mit dem Fitnessstudio-Netzwerk? Soll ich die Fitness-Dinger verkaufen? Nee, komm, geh mir weg. Hab die Sache zur Seite geschoben, ohne nachzufragen. Jetzt kam allerdings nochmal jemand von ganz oben auf mich zu, mal wieder, hat mir die Sache mal ein bisschen genauer erklärt, habe ich gedacht, dann geht's um Farming und Krypto, okay, doch keine Fitnessstudios, hups, sehr gut, dann bin ich dabei. Hab mir das mal angeschaut und das gab's schon seit Oktober unter euch der Gym Token, der lief schon echt gut, hat eine gute Preissteigerung, stabil hingelegt und jetzt haben sie sich eben überlegt, hey, wie kann man um diesen Token noch mehr drumherum bauen, dass da eben noch mehr dann da ist, damit es auch langfristig was Cooles wird und daraus ist jetzt eben das Gym Network entstanden, was jetzt eben letzte Woche, so über die letzten Tage gelauncht ist, es gab immer ein paar Problemchen, deswegen so in so einer Zeitspanne gelauncht ist. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt mal in die Folien rein. Wir machen auch gar nicht so lange. Man kann hier eine Stunde über die Folien reden. Ich gehe jetzt wirklich nur mal schnell durch, dass du einen groben Überblick hast. Wenn du eine lange Version möchtest, verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung eine Präsentation von Gym Network selbst. Da wird, glaube ich, über eine Stunde lang das alles erklärt und auch noch auf Fragen eingegangen. Wie gesagt, dann kannst du die gerne angucken. Ansonsten gibt es hier jetzt mal den kurzen Überblick. Im Gym Network DeFi, Meta, oder DeFi, Decentralized Finance, Metaverse. Und im Endeffekt lässt sich es hier gut zusammenfassen. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, die man so machen kann momentan. Vault, das heißt, du steckst ein bisschen Krypto rein und bekommst dafür täglich was raus. Play and Earn, sowas wie Anxie Infinity, wo du eben hier dann Monsterchen züchtest und die verkaufst an andere Leute und da Geld verdienst. Yield Farming, kennen vielleicht manche von Social Swap, ist auch, du steckst eine oder zwei Währungen zusammen als Liquidität in eine, ja, in eine Farm oder in eine Börse und bekommst dafür dann eben noch weitere Belohnungen. Dann NFTs, da soll noch was kommen. Und ein Launchpad heißt, neue Projekte können eben auch hier gelauncht werden, dafür Liquidität sammeln und dann dort starten. Indexfonds, so ein bisschen wie ein ETF. Bei einem ETF kaufst du quasi einen Anteil und damit kaufst du Anteile an ganz vielen Aktien. Sie haben hier eben vor, quasi einen Indexfonds als Krypto zu machen. Heißt, du kaufst einen Token und hast damit theoretisch Anteile an ganz vielen verschiedenen Token-Projekten. Finde ich auch interessant. Und noch ein AR-App, heißt Augmented Reality, wo du nachher, wir haben es ja schon gesehen, so eine Brille hast. Ob die wirklich nachher so aussieht, wird sich zeigen. Aber auf jeden Fall soll man eben dann Sport machen können. Hat nicht ganz ohne Grund den Namen Gym, auf jeden Fall, dass du Sport machst, Fitness und dafür, wenn du deine Übung machst, wirst du eben im Gym-Token, also der Kryptowährung, noch belohnt. Und somit soll eben das alles in einem Token eben vereint werden und wir schauen einfach mal, wo das hinführt. Es gibt noch ein Affiliate-System, da kommen wir später noch zu. Hier gibt es das Team. Ich habe mit keinem von den drei was zu tun direkt, deswegen kann ich nicht viel zu sagen. Wenn du mehr wissen willst, guck dir das lange Video an. Und hier sehen wir schon den Fahrplan, nämlich Q1, die Vault und das Yield Farming. Die beiden Sachen gibt's schon, das schauen wir uns nachher auch an. Heißt, du legst im Endeffekt bei beiden einfach deine Kryptos da rein und bekommst dafür regelmäßig neue Kryptos und hast so eben eine monatliche Rendite. Q3 sollen NFTs kommen. Was genau da kommt, weiß ich noch nicht. Launchpad in Q4, danach eben dann der Indexfonds, Play and Earn. Was da genau kommt, weiß man noch nicht.
und dann eben die App und später ein ganz eigenes Metaverse. Werden wir sehen, was dabei rauskommt. Wichtig ist jetzt, diese beiden Sachen funktionieren. Deswegen konzentrieren wir uns darauf und den Rest schauen wir mal, wo es hinführt. Dann sieht man hier Gymnet, also der Token läuft auf der Binance Smart Chain, kann auf PancakeSwap getradet werden. Gym Network wird auf CoinMarketCap und CoinGecko gelistet werden. Da ein Teil der Rendite bekommt man eben über Alpaca Finance, heißt, die haben sich da quasi angeschlossen. Ist eben auch ein sehr, sehr großes Projekt auf der Binance Smart Chain. Und wird demnächst noch von Certic quasi geauditet, heißt, dass da alles okay ist und richtig läuft. So, damit kommen wir hier schon zu Vault und zum eigentlichen, interessanten Teil aktuell, nämlich, wie funktioniert das? Du hast hier in dem Fall die MetaMask, du kannst auch Trust Wallet nutzen oder irgendeine andere Wallet, die Binance Smart Chain eben unterstützt und im Optimalfall am Handy auch einen Browser drin hat. Und damit verbindest du dich mit der Seite, gucken wir uns nachher alles in Ruhe an und packst eben deine BNB in dem Fall hier in die Vault von Gymnet und dafür bekommst du BNB regelmäßig zurück als Zinsen und auch Gymnet. Und somit bekommst du eben einmal den klassischen BNB, den kennen glaube ich die meisten, ist eine der größten Kryptowährungen überhaupt von der Marktkapitalisierung und bekommst zusätzlich natürlich den Gymnet, denn sie wollen ihren eigenen Token auch verbreiten. Deswegen bekommst du einen Haufen eben auch in Gymnet zurück, sehen wir nachher. Und wichtig, du hast keine Fee, das heißt, wenn du 10 BNB dort reinlegst, sind auch 10 dort drin und arbeiten für dich und du kannst auch 10 wieder rausnehmen. Das heißt, du hast keinerlei Gebühren von den normalen Gebühren für die Blockchains mal abgesehen, aber du drückst nichts an Gymnet ab und auch keine Provision nach oben, sondern die Provisionen, steht hier schon, die andere Leute bekommen, ist ja immer noch Network und Affiliate-System, sind basierend auf deinen Gewinnen, quasi wie bei SocialSwap, heißt, wenn du $10 in Anführungszeichen bekommst, bekommt der andere zusätzlich auch nochmal $1. Dir wird also gar nichts weggenommen und du hast eben keinerlei Gebühren von den Blockchain-Gebühren abgesehen. Das ist sehr, sehr cool. Und was auch geil ist, du zahlst dort ja nicht wirklich ein, wie jetzt zum Beispiel bei Atiora oder Paraiba oder sonst was, wo du deinen Token wirklich wegschickst, sondern du hast nur einen Smart Contract, also einen Vertrag quasi hier mit Gym Network. Und du gibst denen quasi deine Token, die arbeiten damit und du bekommst deine Belohnung, du kannst aber jederzeit, jeder Sekunde diesen Vertrag auflösen und selbst wenn die Gymnet-Seite mal weg sein sollte aus irgendwelchen Gründen, kannst du über die Blockchain selbst auch diesen Vertrag wieder auflösen und somit ist quasi kein Risiko da, deine Tokens zu verlieren, was diese Sache natürlich sehr, sehr, sehr interessant macht, weil du eben nicht gescammt werden kannst. Dabei müssen wir nachher noch auf was aufpassen, denn der Gymnet-Token, da kommen wir noch zu. Kleiner Spoiler für nachher. So, schauen wir mal an, wie das aussehen soll. Du bekommst monatlich etwa 9,4%, je nachdem wie viel Liquidität drin ist. Kapital ändert sich natürlich immer mal ein bisschen, aber etwa 9,4% ist ja auch recht ordentlich. Und das teilt sich auf, wenn wir mal schauen, du legst $10.000 in BNB dort rein. Da hast du eine APY, also im Endeffekt Zinsen pro Jahr von 200% in Gymnet und 6,5% in BNB von Alpaca. Da auch interessant, wenn wir uns mal bei Alpaca selber angucken, wenn du hier BNB reinlegst, hast du nur 5%, heißt, du fährst über Gymnet sogar noch ein bisschen besser. Heißt, $10.000 reingelegt, bekommst du im Schnitt pro Monat $24 in BNB und 917 in Gymnet Token als Zinsen quasi auf die Wallet, sind $941. Wer rechnen kann, kann hier natürlich rechnen. 25, 100, 15, 5. Du kannst auch mit $30 theoretisch reingehen. Macht natürlich weniger Spaß. Aber auch hier gilt natürlich wie sonst immer, keine Anlageberatung, immer nur Spielgeld verwenden. Geld kann theoretisch weg sein, auch wenn wir gerade geklärt haben, dass du hier eigentlich nicht gescammt werden kannst. Aber es sind immer noch Kryptowährungen, heißt der Wert kann natürlich machen und dann ist das Geld auch weg. Dann gehen wir hier weiter, denn du gibst eben die Vault, du bekommst dort eben deine Zinsen, das ist das hier, und die kannst du entweder behalten natürlich, oder kannst sie dann, die BNB und die Gymnet zusammen, quasi als Liquiditätspaar, wie es vielleicht auch von SocialSwap, Cake, DeFi oder sonst wo kennst, auch in die Farm legen und damit noch mehr Gymnet-Token zu bekommen. Hier gibt es allerdings dann eine kleine Deposit-Fee
die wir dann verwendet, um quasi eben Buyback zu machen. Und das Burn-Programm heißt, nach und nach werden Gymnet-Token zurückgekauft oder halt komplett vernichtet, sage ich mal, um natürlich den Preis zu stabilisieren. Hier hast du etwa eine APY von 250%, das ist natürlich mehr als 10 im Monat, das macht die Sache natürlich nochmal ein bisschen lukrativer. Aber da ist jetzt einer der Punkte, nämlich hier musst du ja BNB und Gymnet pairen, das heißt, du musst erstmal Gymnet kaufen, das kannst du zwar direkt über die Seite machen, aber du gibst eben ein bisschen was von deinem BNB her und da gibt es den Impermanent Loss Effekt, heißt, du hast ja zum Pairen, hast du von beiden Währungen den gleichen Wert, also $1000 BNB und $1000 Gymnet. Jetzt werden die quasi verschmolzen. Jetzt schmiert der Gymnet Kurs eventuell ab und damit reißt es den BNB ein bisschen mit. Das ist jetzt eine riesen mathematische Formel. Da gibt es auch 100 Videos drüber, die diesen Impermanent Loss genau erklären. Fakt ist auf jeden Fall, du kannst dadurch Geld verlieren, wenn sich die Kurse zu sehr auseinander bewegen und dadurch eben du plötzlich mehr Gymnet als BNB hast und so weiter und so fort. Deswegen lege ich zum Beispiel meine BNB hauptsächlich in die Vault. Natürlich habe ich ein paar in der Farm, muss ja in den Videos sowas zeigen können und selber ausprobieren. Aber ich gehe hauptsächlich auf die Vault, einfach weil ich meine BNB da komplett behalte, die nicht tauschen muss, nicht auf die Kursschwankungen von Gymnet angewiesen bin und natürlich trotzdem die Gymnet-Token ja bekomme, wie wir ja gesehen haben hier oben. Und somit bekomme ich trotzdem eben Gymnet, behalte aber meine BNB, ohne jetzt da irgendwie ein paar tausend herzugeben, wenn ich noch nicht genau weiß, was Gymnet macht. Wenn sich natürlich das alles jetzt über ein Jahr so mal stabilisiert, dann werden wir sehen, da gehe ich wahrscheinlich auch mehr in die Farm, aber das schauen wir dann. Für jetzt gehe ich eben aus Sicherheitsgründen erstmal nur in die Vault. Dann gibt's wie immer natürlich ein Affiliate-System. Wichtig auch, du kommst bei Gymnet nur rein mit einem Reflink, das heißt, du kannst dich nicht anmelden, ohne von jemandem quasi gesponsert zu werden. Wenn du das machen möchtest, findest du unter dem Video natürlich meinen Link, den darfst du gerne verwenden. Ich zeige dir nachher auch wie. Freue ich mich natürlich, denn ich bekomme dann eben ein bisschen Provision, immer wenn du auch Gewinn machst. Wie gesagt, dir wird ja nichts weggenommen, das Thema hatten wir schon. Und ja, da kommst du bitte auch in unsere Hamsterrad-Telegram-Gruppe, die ist auch hier drunter verlinkt, weil soll ja keiner allein gelassen werden. Das heißt, da gibt es auch Support, kannst mir Fragen stellen, alles Mögliche. Es ist immer ein Geben und Nehmen. Ich habe was mit Provision von dir und du bekommst dafür Tipps und Hilfe von mir und damit ist die Sache hoffentlich gleich und ausgeglichen. Und ansonsten sparen wir uns die Folie hier mal. Im Endeffekt sieht man hier, es gibt einen Affiliate, der bringt einen Investor, der Investor legt seine BNB in die Vault oder die Farm, dann bekommt er eben selber Gymnet und selber die Alpaka BNB und dann je nachdem, wo du quasi in der Struktur bist, bekommt zusätzlich der, der dich gebracht hat, auch nochmal ein bisschen. Da gibt es eben hier bis zu 16 Ebenen. Wir schauen uns hier mal die erste an, die ist wahrscheinlich für die meisten am interessantesten. 10% heißt, wenn du eben $10 verdienst, würde ich auch nochmal $1 zusätzlich bekommen. Und ansonsten könnt ihr euch das hier gerne mal angucken. Diese ganzen Beschränkungen, wie, wer, warum, weshalb, was, wo braucht, lassen wir jetzt mal weg. Können wir gerne in einem anderen Video machen, sonst wird es einfach zu lang. Ist aber auch in dem langen Video, das ich verlinkt habe, über Gymnet auch erklärt. Also wer möchte, kann auch da gerne einfach mal nachgucken. Hier mal eine kleine Hochrechnung für die, die vertrieblich interessiert sind. Sie sagen einfach, wenn du unter dir in der ersten Linie knapp $100.000 liegen hast, also von mir aus 20 Leute a 5.000 oder 100 Leute a 1.000 von mir aus, bekommst du von einem Jahr auf einen Monat runtergerechnet im Monat knapp nochmal $1.700. Das ist schon mal sehr ordentlich, finde ich. Wird wahrscheinlich am Anfang des Jahres weniger sein, am Ende des Jahres mehr durch den Compound-Effekt, aber hier ist einfach runtergerechnet. Ich habe noch keine Ahnung, ich habe noch keinen Erfahrungswert dazu, aber klingt auf jeden Fall interessant, vor allem für die, die Vertrieb machen wollen und dadurch, dass es eben durch die Contracts quasi scam-sicher ist, ist die Sache sehr, sehr, sehr interessant. Gleich nochmal für die Downline, aber hier, das lassen wir mal weg. Und dann gibt es noch Pools, von denen ich ehrlich gesagt noch keine Ahnung habe. Das gucken wir uns ein andermal an und ich würde sagen, damit ja, war's das an der Stelle erstmal von der Präsentation und wir sehen hier, wie geht's los, eben hol dir eine Metamask oder eine Trust Wallet, hol dir BNB, hol dir einen Sponsor-Link, verbinde dich, pack deine BNB in die Vault und freu dich. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt mal.
So, jetzt sind wir hier auf der Seite und es gibt natürlich ein paar Leute von euch, die haben vielleicht schon MetaMask, ein paar haben die Trust Wallet, vielleicht habt ihr auch noch keins von beiden. Deswegen müsst ihr euch dann je nachdem erstmal eins von beiden besorgen. Man kann das also auf dem Handy machen, ich zeige es aber hier am PC, einfach weil es einfacher ist zum Aufnehmen. Das Prinzip ist aber das gleiche. Für die, die noch keine MetaMask haben, ich kann euch jetzt die Einrichtung der MetaMask Wallet nicht zeigen, weil ich schon eine habe. Ich verlinke euch einfach unten in der Beschreibung mal einen deutschen Artikel, der das alles erklärt, wie man zum ersten Mal MetaMask einrichtet, das ist wirklich einfach. Und dann, wie du die Smart Chain, also die Binance Smart Chain, in MetaMask einrichtest. Das ist einfach unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ist echt nicht schwierig, muss man nur einmal machen. Und dann habt ihr hier oben die MetaMask eben im Browser. Das sieht dann so aus, hier die MetaMask. Dann steht hier oben im Smart Chain. Ihr könnt eben hier zwischen verschiedenen Netzwerken ja wechseln. Und wichtig ist eben, dass hier die Smart Chain dann ausgewählt ist. Wie gesagt, ist aber alles unten in dem ja verlinkten Artikel erklärt. Dann braucht ihr dementsprechend ein paar BNB. Und diese BNB könnt ihr natürlich theoretisch irgendwo kaufen. Ich weiß nicht, bei welchen Börsen ihr seid. Ich mache es jetzt hier über Binance. Dazu gehen wir einmal in die Wallet, gehen auf Withdraw, wählen dann hier den BNB aus und dann geht ihr einfach hin in eure MetaMask, kopiert hier einfach diese Adresse, fügt die hier ein und dann wählt Binance schon automatisch hier die BNB Smart Chain BEP20 aus. Wenn ihr es jetzt von Coinbase, Kraken, Bitpanda sonst wo macht, ich weiß nicht, wo man überall BNB handeln kann. Ihr könnt es von überall auf die MetaMask senden. Wichtig ist nur, dass ihr hier die BEP20 auswählt, nämlich die Smart Chain, nicht die BEP2. Das ist ganz wichtig, sonst ist die Kohle wahrscheinlich weg. Einfach darauf achten, beim Hinsenden BEP20 auswählen. Dann sagt ihr ihm hier, ne, wie viel ihr schicken wollt, senden. Den restlichen Vorgang kennt ihr hoffentlich bei Binance. Ich habe jetzt schon BNB drauf, deswegen schicke ich jetzt nicht noch mehr. Dann kommen die hier eben an und dann klickt ihr unten in der Videobeschreibung auf meinen Link. Wie gesagt, ihr braucht irgendeinen Reflink. Ihr könnt natürlich auch den von eurem Bekannten nehmen, von jedem anderen. Ich freue mich natürlich, wenn ihr meinen verwendet. Das ist dann dieser hier QPZVQ. Kommt hier auf die Seite und dann seht ihr hier Unlock Wallet. Und wenn ihr mal runterscrollt, seht ihr eben dann hier diese BNB Wallet auch schon, die BNB Vault. Steht hier auch der Code entsprechend drin und da könnt ihr entweder hier oder hier oben klickt ihr einfach auf Unlock Your Wallet. Sorry, diese ganzen Ankündigungen hier oben werden noch verschwinden. Also hier auf Unlock Your Wallet. Dann Connect Your Wallet, MetaMask oder wenn ihr eben Trust Wallet irgendwas anderes verwendet, was anderes. Und dann steht hier eure Adresse. Wenn ihr es das erste Mal macht, dann kommt da ein paar mehr Abfragen. Ich kann euch mal kurz das Video zeigen. Da klickt ihr eben auf Unlock, MetaMask und dann öffnet sich, wenn ihr noch nicht in MetaMask angemeldet seid, müsst ihr kurz das Passwort eingeben. Und dann fragt er, hey, möchtest du hier mit dem Account mit der Seite verbinden? Drückst du auf Ja, verbinden und dann ist es eben schon verbunden. Hier nicht wundern, hier steht was mit Verify via Telegram. Das wurde abgeschaltet, es gibt momentan keinen Kontobestätigungsprozess, der wird demnächst wieder kommen, entweder durch Telegram oder was anderes, aber momentan gibt es keinen. So, dann habt ihr zwei Möglichkeiten, entweder ihr scrollt hier runter wieder zur BNB Vault, tragt hier einen Betrag ein und drückt auf Invest oder drückt oben auf diesen blauen Button mit der Adresse und dann dort auf Invest und kommt dann auch zur Vault. Und könnt dann da euren gewünschten Betrag reinpacken. In dem Fall hier gerade mal 0,5% BNB. Dann müsst ihr das bestätigen. Wieder rechts in der Vault. Einmal kurz bestätigen. Sind auch die Transaktionskosten dann aufgeführt. Und sobald das erledigt ist, öffnet sich für euch quasi das ganze Dashboard. Dann hören wir mal das Video wieder ausmachen. Dann habt ihr nämlich hier das Investor und das Affiliate Dashboard. Mit eben mit der Vault hier. Hier seht ihr, ich habe mittlerweile 4,5 BNB hier drin, bekomme dafür jeden Tag 21,526 Gymnet und aktuell 0,008797 WB, also Wrapped BNB, also BNB von Alpaca.
habe hier auch schon 48 Gymnet, die geclaimed werden können. Das machen wir jetzt gleich. Und könnte hier über Manage theoretisch jetzt schon alles wieder rausziehen. Seht hier das Affiliate-Dashboard. Oh, können wir rein. Drei Leute haben sich schon angemeldet. Da danke an die, die das schon gemacht haben. Und Farming. Hier ist dann eben die Farm, wo ihr eben BNB und Gymnet ja, farmen könnt. Das heißt, hier könntet ihr jetzt sagen, ich möchte, weiß nicht, ein BNB pairen mit der entsprechenden Anzahl von Gymnet, was das dann ist. Ich habe jetzt hier natürlich keine auf der Balance, also ich habe jetzt keine auf der Wallet, deswegen geht es nicht. Was man dann machen kann, ist eben sagen, ich nehme nur BNB, packe dann hier 0,5 rein und dann steht dabei, die Hälfte deiner BNB wird automatisch genutzt, um Gymnet zu kaufen und das dann eben zu pairen. Das heißt, du kannst es auch machen, ohne eben Gymnet schon zu besitzen. Ja, ich habe hier eben 0,255 BNB drin und 369 Gymnet. Ich habe das über dieses BNB gemacht, weil ich eben kein Gymnet hatte. Und bekomme dafür täglich nochmal 5,4 Gym. Und habe hier auch eben schon 9, die ich jetzt claimen könnte. Mache ich jetzt mal noch nicht, sondern wir sagen, wir gehen hier in die Farm und claimen einfach mal. Das ist das erste Mal, dass ich das mache. Okay, müssen wir bestätigen und dafür müssen wir 0,003 BNB an Gebühren zahlen. Wir rechnen das mal ganz kurz aus. 0,003 sind ja $1,25. Muss man natürlich immer ausrechnen, wann das Sinn macht. Ich mache das jetzt einfach mal und dann warten wir. So, hier ist fertig. Die sind wieder runter und wenn wir jetzt hier in meine MetaMask Wallet schauen, sehen wir, ich habe meine 48,892 verschiedene Tote Gymnet. Du wirst die jetzt wahrscheinlich noch nicht sehen in dem Moment, sondern du musst einmal hier hochscrollen, das hier Contract Address, die kopierst du dir einmal. Kopieren. MetaMask. Scrollst hier runter bis ans Ende der Token, sagst Token importieren. Kopierst die da rein. Er sagt jetzt natürlich, den gibt's schon, weil ich ihn ja schon drin habe. Und hier würde dann entweder Gymnet schon reingeschrieben werden oder kannst selber Gymnet reinschreiben. Das ist einfach nur eine Erkennungsmarke. Machst dann auf Token hinzufügen, musst dann noch einmal bestätigen und dann hast du hier den Gymnet quasi sichtbar in deiner Wallet. Wichtig, wenn du erst claimst und dann hinzufügst, sind die nicht weg. Die sind trotzdem in deiner Wallet, du siehst sie nur nicht. Aber erst wenn du diese hinzufügst, siehst du sie auch davor. Wie gesagt, sie gehen aber nicht verloren. Das gleiche mit der Adresse gilt eben auch hier für die Wrapped BNB. Da ist hier die Adresse, die kopiert ihr auch, packt sie auch da rein und dann sind die da drin. Wichtig, hier bekomme ich immer, ist auch geil, wie es in Echtzeit immer hochtickt, hier bekommt man die Gym geclaimed. Hier müsste man klicken, um seine Wrapped BNB zu claimen. Mache ich jetzt mal noch nicht. Das ist jetzt echt keine Zahl, wo es sich wirklich lohnt, einen Euro für zu zahlen. Aber wenn wir nochmal auf Farming gehen, könnte ich jetzt hier schon sagen, Maximum wären 48 Gym und 0,03 BNB. Könnte die wieder pairen, hier reinwerfen und würde dann hier jetzt mehr Gym bekommen. Mit eben einem 0,7% ja, Daily Zinsen sind im Jahr aktuell 268, aber mit dem täglichen Zinseszins, wenn man den so rechnet, ist es sogar 1300%. Dennoch, wie gesagt, hier gibt man eben Teile seiner BNB her, was ich aktuell noch nicht möchte. Ich möchte erst gucken, wie sich der Kurs entwickelt. Deswegen bleibe ich erstmal in der Vault und behalte meine BNB eben komplett. Beziehungsweise hier kommen ja bald noch neue Vaults mit anderen Tokens, da werden wir mal sehen, was dann kommt. Aber das war's. An der Stelle jetzt erstmal mit der Vorstellung von Gymnet. So, ganz kurzer Nachtrag gerade an der Stelle. Wir haben jetzt ein paar Stunden später, aber ich dachte mir, das schneiden wir kurz ins Video rein, während ich hier gerade das Video schneide. Das mal hier, ne? So, gerade fleißig. Und zwar tauschen wir mal ein paar Gymnet gerade wieder in Binance US-Dollar um, einfach um zu sehen, hey, ist nicht irgendein wertloser Kram, sondern funktioniert wirklich. Dazu gehen wir hier auf PancakeSwap, machen dann hier auch mit der MetaMask Connect Wallet, haben dann hier immer noch die 48,8 Gymnet von vorhin in der Wallet. Und dann gehen wir hier auf Trade, Swap,
So, wenn wir jetzt hier eben die Gymnet tauschen wollen, gehen wir hier rein, machen hier Manage Tokens, wieder diese Contract-Adresse hier oben nehmen, Tokens, suchen die mal, finden dann hier den Gymnet, drücken auf Importieren, müssen einmal sagen, ja, kann irgendjemand was sein, wie auch immer, Import, und dann sehen wir schon, er zeigt mir hier an, ich habe hier 48,89 eben drauf. Und die kann ich jetzt tauschen, zum Beispiel entweder wieder in BNB oder in BUSD, das ist quasi der USDT von Binance, also quasi an ein BUSD ist immer ein Dollar. Wir nehmen den BUSD, weil dann sehen wir genau, was der Wert ist, nämlich hier die 48 Gymnet sind 14,57 Dollar. Jetzt müssen wir erst einmal zwar erlauben, dass wir hier Gymnet handeln können. Dazu müssen wir einmal kurz hier auf Enable Gymnet darf Pancake auf Gymnet zugreifen? Jawohl. Kostet einmal 11 Cent. Müssen wir nur einmal machen, in Zukunft dann nicht mehr. Und wenn das durch ist. So, wurde bestätigt. Wir können auch hier mal das Wochenchart angucken. Am 23. wurde hier quasi gelistet und seitdem geht es immer ein bisschen hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Und ab sofort könnte ich eben hier über Swap dann einfach hier immer tauschen. Das mache ich jetzt noch nicht bei den... Ihr müsst immer, ihr habt nicht viel Zeit beim... ich kann jetzt nicht reden, muss dann Preis akzeptieren und dann schnell saven. Mache ich jetzt auch noch nicht. Ich warte noch ein bisschen, ein paar mehr Gymnet habe und dann tausche ich mir einfach im nächsten Video einen etwas größeren Betrag. So, und damit zurück zum Originalvideo. Wie gesagt, nutzt gerne meinen Link. Ich würde mich natürlich freuen. Ansonsten sind eben die Telegram-Gruppe vom Hamsterrad-Kanal unten verlinkt und eben auch die Artikel zu MetaMask und das Video, das Gymnet nochmal sehr lange erklärt von Gymnet selbst. Lasst gerne ein Abo und ein Like da, wenn es dir gefallen hat, und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.